Hallo und herzlich willkommen bei Kochtalk TV. Schön, dass du reingeklickt hast in hoc signo vinces. Mit diesem lateinischen Ausspruch darf ich euch alle zu diesem neuen Video begrüßen. In diesem Zeichen wirst du siegen. Hinter mir seht ihr den sogenannten Konstantinsbogen. Der Konstantinsbogen bzw. die Geschichte hinter dem Konstantinsbogen hat elementar mit dem Beginn des Christentums zu tun, beziehungsweise mit der Ausbreitung des Christentums im damaligen Römischen Reich. Ihr seid gespannt? Dann bleibt dran. Jetzt erfahrt ihr eine wunderbare, besondere Geschichte. Bevor wir aber zum eigentlichen Wunder von Konstantin kommen, noch ein paar Lebensdaten zum ersten christlichen Kaiser. Konstantin war von 306 bis 337 römischer Kaiser. Zu Beginn musste Konstantin das Kaiseramt noch mit drei weiteren Kaisern teilen. Diese Herrschaftsform nannte man Tetrarchie. Dabei herrschten vier Kaiser gleichberechtigt neben und miteinander. Die venezianische Tetrarchengruppe, die um das Jahr 300 entstand und gerade eingeblendet wurde, bringt genau dies zum Ausdruck. Dargestellt sind die Tetrarchen, die damals das Römische Reich gemeinsam regierten. Ihr gleichartiges Aussehen und ihre innige Umarmung sollten die Eintracht und Solidarität unter ihnen symbolisieren. Konstantin sah das mit Eintracht und Solidarität etwas anders. Er sah die anderen kaiserlichen Mitregenten nicht als gleichberechtigt, sondern als Konkurrenten an, die es auszuschalten galt. Konstantin bezwang alle seine Widersacher, sodass er dann ab 324 als Alleinherrscher im Römischen Reich regieren konnte. Den legendärsten Sieg feierte Konstantin dabei gegen seinen Kaiserkollegen Maxentius an der sogenannten Milvischen Brücke vor Rom im Jahr 312. Und hier geschah auch das Wunder. Konstantin hatte vor der Schlacht eine Vision. Er sah das Kreuz am Himmel und hörte eine Stimme. In hoc signo vinces. Oder, wie hier auf dem Bild griechisch steht, en tutoi nika. Jedenfalls bedeutet dies, in diesem Zeichen wirst du siegen, oder die griechische Variante bedeutet, in diesem Siege. Egal, ob es griechisch oder Latein war, Konstantin ließ das Kreuz auf die Schwerter und Standarten seiner Soldaten anbringen und gewann schließlich die Schlacht. 313 initiierte Konstantin bereits in Mailand das sogenannte Toleranzedikt gegenüber dem Christentum. Er stellte die christliche Religion mit dem Vielgötterglauben der Römer gleich. Außerdem räumte er den Bischöfen richterliche Befugnisse ein und legte den Sonntag als Feiertag fest. Er gab den Christen Friedhöfe und Kirchen zurück, die ihnen die römischen Herrscher während der zahlreichen Verfolgungen weggenommen hatten. Und er gab nicht nur zurück, sondern im Gegenteil. Er gab der jungen Kirche Grundstücke, um darauf die schönsten und größten Kirchen zu bauen, die wir bis heute bestaunen und besuchen können. Unter anderem in Rom den Petersdom über dem Grab des heiligen Petrus, den Lateranpalast, die Mutter aller Kirchen und St. Paul vor den Mauern, die Kirche über dem Grab von Paulus. Zu Konstantins Vermächtnis gehört außerdem die Grabeskirche in Jerusalem. Die Sympathie Konstantins für das Christentum hat verschiedene Quellen. Erstens, trotz Verfolgung hat sich das Christentum im Römischen Reich gehalten. Er sah Religionsausüber, die für ihren Glauben in den Tod gingen. Vielleicht hat ihm das imponiert und es als gutes Omen für seine Kaiserzeit gedeutet. Ganz sicher hat auch die Mutter von Konstantin damit zu tun, Helena. Sie war Christin und hat aus dem Heiligen Land viele christliche Heiligtümer, unter anderem Teile des Kreuzes und die heilige Stiege, auf denen Jesus zu Pontius Pilatus ging, nach Rom bringen lassen.
Und drittens auch persönliche Überzeugung. Vielleicht hat Konstantin Christinnen und Christen kennen und schätzen gelernt, hat vom auferstandenen Jesus gehört und ließ diesen immer mehr in sein Leben und in sein Herz. Konstantin selbst hat sich jedenfalls auf dem Toten betaufen lassen. Konstantin hat eine Wende im Römischen Reich bewirkt. Das Christentum wurde seit ihm nicht mehr verfolgt und wurde kurz darauf 318 sogar alleinige offizielle Staatsreligion. Weil sich all dies in kürzester Zeit abspielte, wird diese 180-Grad-Wendung des römischen Staates hinsichtlich des Umgangs mit dem Christentum Konstantinische Wende genannt. Wer weiß, wie das Christentum heute aussehen würde, hätte Konstantin an der Milvischen Brücke nicht gewonnen. Schreibt eure Gedanken und Fantasien unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Am Ende von diesem Video möchte ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken bei der letztjährigen Rom-Wallfahrtsgruppe, die mit mir in Rom war. Katja hat die Mütze ausgesucht und die ganze Gruppe hat mir diese AS Roma Cap geschenkt und dafür möchte ich mich auch auf diesem Wege ganz herzlich bedanken. Euch allen alles Gute. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, wie ihr die Cap findet, gell? Schön, oder? AS Roma, ole ole. Ich bin ja eigentlich VfB Stuttgart-Fan, aber in Rom bin ich halt immer ein bisschen auch AS Roma-Fan. So, jetzt aber genug geschnackt. Euch allen alles Gute, Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal. Adios und ciao, sagen wir von Kirchborg TV.